Für die nächste Aufgabe arbeitest du direkt in der Word-Datei, die den Materialien beiliegt. Und hier gilt es nun also, möglichst diese Grafik, ich habe es bewusst nur als Bild eingebunden, diese Grafik hier zu erreichen mit Formatierungen bezüglich Rahmen, bezüglich Tabellen- oder Zellenfarbe, Schrift und so weiter. Natürlich wird es dir nicht ganz gelingen. Ich habe zum Teil eine andere Schrift verwendet, zum Beispiel die Myriad, die nicht auf allen Computern installiert ist. Darum geht es nicht. Mir geht es mehr darum, dass du verschiedene Möglichkeiten kennenlernst, eine Tabelle elegant und übersichtlich zu gestalten.